Jetzt geht es um die ICF-Kernkompetenz 3 in der dritten Beispielfrage. Und zwar ist die Kernkompetenz 3, schließt Vereinbarung ab und hält sie ein. Lass uns mal das Szenario als erstes lesen, denn das ist relativ kurz. Ein Klient kommt zu einer Sitzung und wirkt gestresst. Auf die Frage des Coaches, worüber der Klient sprechen möchte, zählt er verzweifelt ein großes Ereignis auf, dass er auf der Arbeit plant, ein großes Familientreffen, das er organisiert, und die Pflege seiner alternden Eltern. Was soll der Coach tun? Jetzt schauen wir wieder. Beste Maßnahme, schlechteste Aktion. Beste Maßnahme, fragen Sie den Klienten, ob er sich einen Moment Zeit nehmen möchte, bevor er mit dem Coaching beginnt, da er gestresst zu sein scheint. Okay, ja. Ist eine Möglichkeit, dass der Klient sich sammeln kann, bevor er mit dem Coaching beginnt. Das ist zumindest nicht ganz schlecht. Bitten Sie den Klienten, mehr über seine alternden Eltern zu erzählen. Das ist mit Sicherheit eine schlechte Maßnahme, denn in dieser Antwort wählt der Coach, was das Thema sein soll. Und der Klient hatte ja verschiedene. Ein großes Ereignis auf der Arbeit, Familientreffen und Pflege seiner alternden Eltern. Jetzt würde dann der Coach in dem Moment das Thema wählen und nicht der Klient. Und das haben wir hier, arbeitet in Partnerschaft mit Klienten. Das ist immer ganz wichtig in der Coaching-Vereinbarung. Arbeitet in Partnerschaft mit dem Klienten, um zu definieren, was die Klienten ansprechen oder lösen möchten. Und hier ist es ja klar, wenn ich wähle, dass der Klient über seine alternden Eltern sprechen soll, mache ich das nicht in Partnerschaft. Das nächste, erkennen Sie an, dass der Klient von drei bedeutenden Herausforderungen berichtet hat. Also ich wähle nicht, eins, zwei, drei, ja, mit denen ihr konfrontiert seid. Und fragen Sie den Klienten, welche er zuerst erkunden möchte. Das ist mit Sicherheit eine sehr gute Möglichkeit, weil es eben den Klienten die Auswahl des Themas ermöglicht. Bitten Sie den Klienten, mit dem großen Ereignis zu beginnen, das er bei der Arbeit plant, da er es zuerst erwähnt hat. Also auch hier wählt der Coach das Thema. Also das Beste, fragen Sie den Klienten, ob er einen Moment Zeit nehmen möchte. Das geht. Aber noch besser ist natürlich anzuerkennen, dass der Klient von den drei bedeutenden Herausforderungen berichtet hat und dann den Klienten zu bitten, das Ziel zu wählen. Hier ist der Coach noch ein bisschen direktiv, indem er sagt, ich glaube, du Klient musst dich erstmal sammeln, ohne nachzufragen, ob er sich überhaupt sammeln will. Und hier ist es eben mehr am meisten in Partnerschaft mit dem Klienten. So, jetzt haben wir hier diese beiden, die beide schlecht sind und wo es nicht so einfach ist, sich zu entscheiden, welche jetzt die schlechteste Aktion sein soll. Denke, wenn man das genau vergleicht, bitten Sie den Klienten mehr über seine alternden Eltern zu erzählen, ist offener und sagt noch nicht unbedingt was über das Ziel aus. Bitten Sie den Klienten mit dem großen Ereignis zu beginnen, weil er es ja als erstes erwähnt hat. Ist ein kleines bisschen schlechter, weil der Coach quasi auch noch eine Interpretation mitliefert. Also auf der einen Seite wird dem Klienten versagt, zu entscheiden, worüber er sprechen will. Und auf der anderen Seite interpretiert der Coach auch noch, dass das Wichtigste das ist, was der Klient als erstes erwähnt hat. Insofern würde ich sagen, ist das hier wahrscheinlich die schlechteste Aktion und das ist auch das, was auf der ICF-Seite als die schlechteste Aktion bestimmt wird oder ja, beschrieben wird. Wobei es ist wirklich so, in dem Original Credentialing Exam haben wir viele solcher
zwei schlechten Möglichkeiten und dann muss man eben immer gucken, welches von den beiden ist noch ein kleines bisschen schlechter, welches verletzt mehr als eine Kernkompetenz. Und hier wäre es eben die unüberprüfte Interpretation, dass eben das, was er zuerst erwähnt, das Wichtigste ist und eben gleichzeitig das direktive Moment auszuwählen, was der Klient eben jetzt mit welchem er anfangen soll. Wobei, ganz ehrlich, extrem unterschiedlich sind die hier nicht. Gut, dann sehen wir uns weiter das nächste Mal bei der ICF Beispielfrage 4.